Ein Karthago-Schicklein, der einen echten Komplettumbau kriegt. Nagelneues Fahrzeug, 3000er Wechselkombi, drei Solarregler für Solartasche und eine Riesensolaranlage am Dach und ein Wahnsinns-Bussystem, Ladebooster, alles von WCS. Wird natürlich alles noch verkleidet und schick macht. Soweit haben wir hier jetzt alles verbaut. Das ist die Elektrik. Drin hat er noch zweimal 320 Lithium bekommen und. Also echt jede Menge. Aktuell verbauen wir noch eine Alu-Hubstützenanlage. Dann kriegt er noch eine Außenrundumbeleuchtung. Alles das habe ich schon mal kurz angeteasert. Im Detail viele Dinge, wo man beachten muss, wenn man so eine Anlage verbaut, auf Kabelverbindungen, auf Sicherungen, Schrauben festsetzen und so weiter. Und da möchte ich heute mal kurz ins Detail gehen, wenn Dinge montiert werden von natürlich auch anderen Firmen, Händlern und so weiter, aber auch von Hobbyhandwerkern. Da gehe ich jetzt heute mal spezifisch ein bisschen drauf ein. Herzlich willkommen bei Mika Caravan bei uns in Dingisbühl. Hier auf meinem Kanal möchte ich heute ein Video machen, euch präsentieren über wie montieren wir was, beziehungsweise auf welche Dinge sind zu achten, wo muss man drauf schauen und was haben wir schon alles von anderen Fahrzeugen rausgezogen, wo echt katastrophal ist und wo ihr aber auch schon mit den Augen drauf gucken könnt, um zu sehen, kann das so stimmen, kann das so passen? Und da möchte ich einfach im Detail ein bisschen Sensibilität erwirken, damit man da ein bisschen drauf guckt, wie man arbeitet und was wir schon alles festgestellt haben. Und um euch da ein bisschen näher mitzunehmen, gehen wir einfach direkt schon mal ans erste Fahrzeug. Ein wunderschönes Expeditionsfahrzeug, hat der Kunde viel selber gemacht. Allerdings schauen wir mal kurz rein. Das lassen wir uns natürlich nicht nehmen. Gehen wir mal hier kurz die Treppen hoch. Echt ein toller, schöner Ausbau, muss man wirklich sagen. Also ich finde ihn wirklich gut gelungen. Alles schön abgedeckt, alles schön in Weiß und Massivholz. Tisch echt massiv und so weiter. Also schaut richtig klasse aus. Ist ein wunderschönes Auto. Kompliment an den Erbauer. Gefällt mir sehr, sehr gut. Dann war der Kunde natürlich auch noch bei einem Händler, weil das Fahrzeug hat er teilweise selber ausgebaut, ausbauen lassen und hat unter anderem sich die Druma Dieselheizung einbauen lassen. Und da haben wir ja, weiß Gott, schon ein bisschen Erfahrung. Hier haben wir das gute Stück. So wird sie hier verbaut und der Kunde hat bemängelt, A, ist sie sehr laut, wenn sie läuft, B, hat sie eine unheimliche Rauchentwicklung und funktioniert einfach nicht richtig. Wir haben das ganze Thema mal analysiert. Der Fehlerspeicher sagt in dem Fall natürlich nicht viel aus, aber was ich schon sehe, wenn ich die Heizung so angucke, von vornherein, dass die Thematik schon mal ist, dass hier der Abgasschlauch, zwar der hier, eine komplett falsche Verlegeart hat. Da sensibilisiere ich auch immer an alle, die sowas machen, auch wenn sie es selber machen. Lest die Bedienungsanleitung oder Montageanleitung. Händler wie Werkstätten, wie Do-it-yourself-Handwerker, alle durch die Bank durch. Das Problem ist, dass dieser Schlauch einmal ein, zwei, drei, um eins, zwei, drei Ecken geht und der Rauch im Prinzip erstmal nach oben steigt. Dadurch bildet er sich hier in der Kurve ein Stau und hier geht er hinten wieder runter, weil das Abgasrohr, seht ihr, wo das ist? Das ist hier drin, das sieht man jetzt schlecht. Das ist aber wesentlich weiter unten wie hier oben der höchste Punkt von der Decke. Also der Schlauch geht erst an die Decke nach oben und dann hinten um die Kurve und wieder komplett nach unten.
Also das ist schon mal der absolute Schwachsinn und der größte Worst Case, weil das funktioniert so nicht. Dann war außen, das ist jetzt schon demontiert, können wir gerne mal ums Fahrzeug rumgehen, war hier außen ein im Prinzip der gleiche Stopfen wie der, aber da stand nicht Druma drauf, sondern Alde. Da ist die Problematik, die kann man auf keinen Fall ineinander vertauschen, weil der hier hat die Schlitzgebungen für die Zuluft ganz anders wie der von Alde. Alde ist eine Gasheizung, das ist eine Dieselheizung. Der braucht eine ganz andere Zufuhr. Somit hat es hier hinten in der Nische hat der falsch Luft bekommen. Somit war die Verbrennung schon nicht optimal. Das hat den vielen Rauch erklärt. Das Gepopper hat erklärt, dass der Rauch durch die falsche Abgaslegung Rückstau gebildet hat. Somit kannte der Abgas nicht richtig raus. Der zweite Fehler. Der dritte Fehler, natürlich der falsche Deckel, falsche Zuluft. All das sind natürlich Problematiken, wo man einfach die Heizung eindämmt und nicht richtig zum Laufen bringt. Das ist ein Riesenproblem. Nächste Problematik, was viele machen, die machen hier eine Abtropfnase hin. Bei den neuen Dieselheizungen von der Firma Druma müssen die Dinger weg. Es funktioniert nicht. Es gibt Fehlzündungen, es gibt Fehlverbrennungen, weil hier unten kriegt er die Luft. Da oben kommt der Abgas raus, hier unten saugt er an. Wenn wir die Abtropfnase drauf tun, kriegt er nicht mehr richtig Luft. Und schon haben wir wieder das Problem, dass hier Verpuffungen stattfinden. Dann die Stelle, wo dieser Austritt ist, ist grundsätzlich falsch, weil er hier in einer Nische drin ist. In der Nische, gehen wir mal davon aus, der Wind kommt so rüber. Der Abgas hat überhaupt keine Chance, hier richtig rauszugehen, weil es hier nur Verwirbelungen gibt und im Problem ist, dass das gar nicht wegkommt. Der gehört hier raus, damit keine Verwirbelungen weg sind, dass das glatt weg kann, weil da drin wirbelt sich der Wind. Also auch das ist ein Riesenproblem und so kann das auch nicht richtig funktionieren. Ja gut, abgesehen davon, dass dann die Schlauchlegungen alle falsch waren und das alles ein bisschen kompliziert ist, das wollen wir jetzt alles abändern und werden es entsprechend wieder richtig legen, die Heizung schon mal drehen, weil dann haben wir einen direkten Weg, die Höhe passt zum Abgasrohr, das ganze Abgasrohr kommt weg, verlegen wir alles neu. Dafür müssen wir die Luftschläuche etwas verlängern, ist aber kein Problem. Und dann haben wir hier die Wasserschläuche auch weg. Die ellenlangen, die können wir dann komplett abkürzen und können viel schöner verlegen, weil das auch totaler Blödsinn ist hier. Und dann ist das alles wieder schick. Das zum Thema Heizungseinbau. Ganz wichtig, wirklich Leute, immer gucken, wie man die Heizung verbaut. Steht alles in den Anleitungen drin, wie man sauber verlegt. Jetzt habe ich hier einige schöne Utensilien vorbereitet, die wir in den letzten Wochen aus Fahrzeugen rausgezogen haben. Und mit denen möchte ich mal zu euch kommen und möchte mal mit euch drüber sprechen. Ich nehme jetzt jedes einzelne mal in die Hand und dann schauen wir uns das einfach mal kurz an, warum da was passiert ist, wie das passiert ist und so weiter. Ich fange jetzt einfach mal hier mit dieser harmlosen Geschichte an. Eine Vakuumklemme. Ihr könnt vielleicht hier erkennen, was hier passiert ist. Seht ihr den schwarzen Punkt da drin? Sieht man, glaube ich. Wenn man hier reinschaut, sieht man das auch. Und jetzt sage ich euch, was hier passiert ist. Die Vakuumklemme wurde vom Dach aus dem Dach raus, also da war ein Verteiler auf dem Dach, da waren so Ladplatten angeklemmt. Und man hat hier einfach, und das ist relativ einfach erklärt, in diese Litze nicht alle Litzen reingebracht. Also in diesen Einschnitt hat man nicht alle Litzen reingebracht, sondern das Kabel war etwas zu dick für die Vakuumklemme. Das hat nicht zusammengepasst. Jetzt sage ich mal, es steht jetzt nicht drauf, bis wie viel Quadrat die geht. Jetzt sage ich mal ganz grob, die geht vielleicht bis 2,5 Quadrat. Und man hat aber versucht, ein 4 Quadrat da reinzuschieben. Was passiert? Man kriegt die Litzen rein, die reinpassen. Der Rest schiebt sich nach hinten zusammen und ergibt so einen Kringel. So, dann klippt man dazu und das war's. In dem Fall gibt es immer Übergangswiderstände.
Übergangswiderstände heißt, da findet ein Widerstand statt, weil nicht alle Kabel sauber bestromt werden. Und schon haben wir das Problem, dass Wärme entsteht. Und wenn natürlich viel Volt und Ampere fließen, was passiert? Es wird immer heißer und heißer und heißer. Und das ist der Grund, warum hier der schwarze Punkt ist, weil die dann komplett verschmolzen ist da innen drin. Da sieht man auch schon einen Farbunterschied, da ist sogar ein Kupferdraht schon reingeschmolzen. Den kriegt man gar nicht mehr raus, weil der dann da reingeschmolzen ist und natürlich den Kontakt nicht mehr hergestellt hat. Alle Kupferdrähtchen abgeschmolzen, Solaranlage war tot. Ganz einfacher Fehler. Kann man beheben, indem man einfach die passenden Materialien nimmt. Wenn ich ein 4 Quadrat Kabel habe, dann nimmt auch eine 4 Quadrat Vakuumklemme, die dann sauber ordentlich da reinkommt und ordentlich reinkommt. Beim Einführen aufpassen, dass die Litzen alle sauber weg sind und nicht irgendwie zusammenschrumpfen und drei Litzen schauen raus und fertig. Da komme ich gleich zum nächsten Beispiel. Hier, den Kabelschuh. Schaut euch den an. Er wurde fachmännisch gepresst, also er hat sogar eine fachmännische Presse gehabt, das sieht man. Aber der Querschnitt, sieht man hier vorne, war viel zu groß für diesen Kabelschuh. Er hat halt keinen anderen mehr gehabt. Und wenn ich natürlich dieses Kabel hier reinpresse, dann einen Schrumpfschlauch hier drüber mache, haben die da außen natürlich alle keinen anständigen Kontakt mehr. Die kann ich ja alle hier wegziehen. Also effektiv habe ich eine Querschnittsverjüngung. Also totaler Schwachsinn. Und was entsteht hier natürlich wieder? Übergangswiderstand ohne Ende. Wenn ich hier, da war ein Wechselrichter dran gehängt, wenn ich den mal richtig einschalte, ja, das ist Pfusch ohne Ende und es funktioniert halt überhaupt nicht so. Und man sieht wirklich, dass er da alles zusammengepresst hat. Nur das ist ein, schauen wir mal kurz drauf, steht gar nicht drauf, Billigkabelschuh. KS 50 Quadrat, naja, und das ist wahrscheinlich ein 95 Quadrat Kabel. Ja, das kann nicht funktionieren. Das kann nicht funktionieren. Also das ist Push ohne Ende und sowas ziehen wir aus den Fahrzeugen raus, wo hier bei uns am Hof stehen. Das ist Katastrophe und dann wundern sich die Menschen, wenn was nicht funktioniert. Man muss schon versuchen, einigermaßen sauber zu arbeiten. Also das ist schon ganz, ganz wichtig. Nächstes Beispiel von Übergangswiderständen. Ihr kennt alle diese wunderschönen Polklemmen hier. Sind oft auf AGM-Batterien drauf, kann man machen. Ist auch kein Problem, wenn nur das Fahrzeug angeklemmt ist mit ein paar Lichter und alles schick. Wenn ich aber einen Wechselrichter reinbaue, um mir die Haare zu föhnen, dann passiert genau das. Erkennt ihr den Unterschied? Der ist verkohlt, komplett verkohlt. Weil der so heiß wurde, dass alles zu spät wird und natürlich dadurch die Farbe komplett verändert hat, weil das Ding richtig, richtig scheiße heiß war. Weil hier so viel Ampere drüber gelaufen sind, dass das Ding dafür nicht gemacht ist. Diese Polklemmen sind nicht für 100 Ampere ausgelegt. Da kann ich keine 100 Ampere drüber jagen. Kann ich schon, aber mit der Gefahr, dass halt mein Auto irgendwann abfackelt. Sowas macht man nicht. Das kann man nicht machen. Wenn ich hier einen Wechselrichter anschließe, Leute, dann bau anständige Polklemmen hin. Die anständig passen mit anständigen Auflagen, mit den richtigen Kabelpressschuhen und so weiter, damit es Hand und Fuß hat. Wenn ich sowas mache, dann gehe ich wirklich Gefahr ein, das Auto wirklich abzufackeln. Das ist Quatsch. Sowas kann man nicht machen. Das ist, ich will nicht sagen Lebensgefahr, aber ja, es ist so. Es ist schon fast lebensgefährlich. Ich selber war jüngst dabei, wie ein Auto, da war ich beim Gleitschirmfliegen, kommt einer mit dem Camper und wir waren an der Seilwinde und er kommt mit dem Camper angefahren, weil wir Kurs hatten und fährt hin, parkt, steigt aus, schreit schon, scheiße, scheiße, ich drehe mich rum, sein ganzes Fahrerhaus voller Nebel, Rauch natürlich, er öffnet die Tür, springt raus, wir rennen alle hin, gucken, was ist, hat es ihm tatsächlich unterm Beifahrersitz, wo seine Batterie verbaut war, alles zusammengebrannt, was da drin war an Kabeln. Warum? Genau aus solchen Gründen. Falsche Materialien, falsche Querschnitte, falsche Polklemmen, alles do-it-yourself eingebaut. Das Ding ist abgeraucht bis zum geht nicht mehr. Und das habe ich live erlebt. Ich war dabei. Also sowas ist einfach scheißgefährlich. Wirklich scheißgefährlich. Und das sind aber Dinge, die kann man auch selber sehen, die
Baukomponenten hier, die Polklemmen zum Beispiel, da kann man nachlesen, wie viel Ampere das man da drüber jagen kann. Meines Wissens sind es 30 Ampere oder 40 und dann ist Feierabend an den Dinger. Und da muss man sich halt informieren. Und wenn man halt hohe Ströme wie Wechselrichter, wie hier angeschlossen war, mit 1800 Watt, dann muss man mal ausrechnen, was fließt denn eigentlich hier über das kleine Material hier. Da habe ich ja fast keine Auflage. Und dann stellt man ganz schnell fest, das kann nicht funktionieren. Das geht nicht. Das geht nicht. Nächster Worst Case für mich. Also das sind ja eigentlich gleich drei Komponenten in einem. Ich meine, ich habe einen kleinen Seitenschneider genommen, habe es komplett rausgeschraubt. Es hat jemand gut gemeint, ist ja nur 12 Volt. Finde ich auch wieder schön grob fahrlässig. Erstens, Listerklemme im Fahrzeug finde ich ein absolutes No-Go. Warum? Kann ich euch erklären. Wir haben im Auto viele Vibrationen. Und so Listerklemmen sind einfach nicht dafür ausgelegt. Listerklemme ist für daheim 230 Volt, keine Ahnung, kann man alles machen. In Dosenklemmen kann man die reinmachen, da ist ruhig, da ist keine Vibration. Im Fahrzeug haben wir Vibration. Was passiert mit einer Schraube, die Vibrationen ausgesetzt ist, wenn kein Sprengel, kein Loctite oder sonst was drin ist? Genau das, sie werden locker. Das ist schon mal das erste Riesenproblem, weil da ist sowas alles nicht drin. Der zweite Fehler an der Stelle ist, hier sieht man es vielleicht, zwei Kabel jeweils in eins geführt. Und dann schaut hier der halbe Stift noch raus, also der ist gar nicht richtig drin. Auch hier haben wir wieder wunderschöne Übergangs. Ich verjüng, man muss sich ja mal vorstellen, man verjüngt ja hier den Querschnitt komplett und legt hier dann auch noch zwei rein. Katastrophal. Also Übergangswiderstände ohne Ende. Hier quetscht man so zwar zwei Kabel auf einen Pressschuh. Auch das, absoluter Worst Case. Sowas tut man einfach nicht. Es ist alles Unfallgefahr, Brandgefahr, Funktionsfehlergefahr und so weiter. Man kann sowas nicht machen. Das ist ein No-Go. Also ich habe schon lange so ein Video mehr gemacht, aber es hat sich jetzt ein bisschen summiert. Und wo ich einfach sage, Leute, wer sowas in seinem Auto hat, bitte entfernt sowas, macht sowas vernünftig. Der dritte Worst Case ist natürlich hier diese Kabelpressschuhe. Die sind für K-Haifig gemacht, gibt es in jedem Baumarkt zu kaufen. Für Autoelektrik in Anführungszeichen, Hobbybastler, wo man sowas nehmen kann, gibt es für 4,93 Euro bei Amazon. Kann man gern kaufen. Ich lasse davon die Finger, weil die nicht vernünftig sind. Vernünftige Pressschuhe mit einem Schrumpfschlauch drüber, mit einem vernünftigen Presswerkzeug. Hier presse ich auf der Isolierung. Also erstens mal kann passieren, dass ich die Isolierung verletze. Zum Zweiten sehe ich überhaupt nicht, wann ist denn das Kabel wirklich richtig gepresst? Sind alle Adern drin? Ist das alles funktionell? Sehe ich alles nicht. Kann ich nur vermuten, wenn man da reinguckt, weil man halt nichts sieht. Also das ist für mich keine Profiarbeit. Absolut nicht. Also sollte man tunlichst lassen. Der nächste Worst Case. Ja gut, da muss ich nicht viel dazu sagen. Das finde ich richtig cool gemacht. Starres Kabel mit flexiblen Kabel. Also das ist echt stark. Im 230 Volt hat man hier, ne, ihr seht, starres Kabel, ich mache es jetzt einfach mal auf, mit Unterputzkabel verwendet. Also die Art von Kabel, die darf man natürlich verwenden. Warum? Weil hier haben wir lauter Litzen, das nennt man so eine Art flexibles Kabel. Das darf im Kfz-Bereich eingesetzt werden. Ohne Probleme, natürlich unter Vorbehalt der VDE-Vorschriften kann man das alles machen. Dieses Kabel allerdings hier mit der grauen Ummantelung und der starren Litze darf in kein Kfz verbaut werden. VDE-technisch absolut verboten. Jetzt ist das Licht aus, weil Feierabend ist. Kleinen Moment. So, jetzt haben wir das Licht wieder angemacht. VDE-technisch komplett verboten, darf im Kfz nicht verbaut werden, ist ein absolutes No-Go. Auch hier wird ja genau die gleiche Problematik. Die Kabel liegen lose im Auto, die bewegen sich.
Die vibrieren die und so weiter. Hier ist Kabelbruch vorprogrammiert. Das ist ja oft in Staukästen, man tut Material rein, bewegt es, schiebt das Kabel weg, ist ja nicht im Kabelkanal, ist ja nicht sauber in der Wand unter Putz verlegt, sondern das Kabel macht ständig so. Wenn ich hier ein paar Mal so mache, dann breche ich die Litze hier ab. Da kann ich ein paar Mal hin und her drehen, dann wird es hier warm, die Stelle wird immer dünner, kriege ich wieder einen Übergangswiderstand rein, bis zu dem Punkt, wo es einfach schlichtweg abbricht. Verboten. Einfach verboten. Es ist grob fahrlässig und darf nicht verwendet werden. Also wenn ihr sowas seht in eurem Auto, starre Kabel verwendet im 230 Volt Bereich, Gottes Willen, sofort raus. Lauter so Kleinigkeiten und ihr seht, es hört nicht auf. Hier habe ich auch, das da, den Stecker kennt jeder, das ist von einem EBL-Block. Was wurde hier gemacht? Ein Kabeldieb verwendet. Kabeldiebe sind ganz, ganz fürchterlich für mich. Warum sind die fürchterlich? Weil mit dem Zusammenpressen, man drückt ja hier mit der Zange so einen Stift rein. Und mit dem Stift geht über das gesunde Kabel so eine Schere drüber. Jetzt hat man das Problem, dass die Litze, die Originallitze, beschädigt wird, wenn das drüber fährt. Also erstens mal sieht man auch hier, da sieht man auch den Metall, das ist das gesunde Kabel, sieht man die Metalllitze, die da drüber geht. Und die streift ja nur links und rechts praktisch die Litze und fängt die zwar wieder ein, aber beschädigt die auch. Und jüngst ist natürlich der Querschnitt auch gefährdet. Und zum Zweiten, dadurch, dass eine Verletzung stattfindet vom Originalkabel, finde ich sowas überhaupt nicht mehr lustig. Und auf der Seite ja genauso, auch das gesunde Kabel wird hier verletzt. Also hier Strom drüber zu jagen, sorry, da bin ich komplett raus. Geht komplett anders. Kann man anders lösen im 230 Volt Bereich. Setzt doch bitte vernünftige Vakuumklemmen ein. Hier kann man eine Dreier-Vakuumklemme nutzen drauf und dann kriege ich das alles zusammen. Ist tausendmal besser wie so 10 Cent Kabeldiebe, wo ich mehr kaputt mache, wo ich gut mache, Fehler mit Einbau. Alarmanlagen, Tetronic-Alarmanlagen liefert das teilweise mit, die schmeiße ich sofort in den Müll, weil das Zeug einfach nur Fehler verursacht. Oft genug erlebt und ich in meiner Werkstatt verbaue sowas nicht. Das nächste, da muss ich lachen, ihr glaubt gar nicht, wie oft ich in den Fahrzeugen sowas hier finde. Aus dem Boden rausziehe, Bauschaum. Also ich bin erschrocken, der Kunde, das war ein Neufahrzeug, also das ist wirklich vom Hersteller, wo so der Boden unten abgedichtet wird mit Bauschaum. Krasser Bauschaum. Das Schlimme ist ja an dem Bauschaum, ich habe das einfach rausgezogen, ne? Also das verbindet nicht einmal richtig. Das Schlimme ist zum einen, der ist ja porös, zum zweiten durch die Alterung bricht das Ding auseinander, hält irgendwann nimmer, fällt raus. Also das ist keine Art und Weise, ein Fahrzeug abzudichten. Wenn ich unten was abdichten muss, nehmt Materialien, verschließt das Loch anständig, wasserdicht. Aber Leute, doch nicht mit Bauschaum. Also da appelliere ich echt an alle Händler, Werkstätten, die sowas machen. Löcher mit Bauschaum auszugießen, ist nicht die Lösung. Also mit Bauschaum kann ich Türen einkleben in einem Rohbau, aber doch hier nicht Wohnmobile abdichten. Wahnsinn. Also dazu fällt mir schon gleich gar nichts mehr ein. Und jetzt kommt was, wo ich auch erstaunt habe. Das habe ich das erste Mal so gesehen. Auch da bin ich echt erschrocken. Das ist ein Wasserverteiler und ich habe auf den Fahrzeugschein geschaut. Ich habe auch auf das Fahrzeug geschaut. Das war ein Neufahrzeug. Vom Händler übergeben worden. Und jetzt schaut euch die Geschichte hier an. Der war natürlich undicht wie verrückt. Ich kann euch erklären, warum. Also, wenn wir jetzt die Pressung hier mal anschauen, hier war die Kabelschelle. Ne? Jetzt weiß ich nicht, ich ziehe ihn jetzt mal runter und halte euch das mal her. Schaut mal, wo die Kabelschelle war. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Also, die war nur halb am äußersten Zipfel drauf. Unglaublich, oder? Dass das nicht funktioniert, ist doch arschklar. Das kann nicht funktionieren.
Das hat der Händler auch gemerkt, dass es nicht funktioniert und hat dann tatsächlich hier so schwarze Bänder rumgewickelt. Statt die anständig zu verpressen, hat er wirklich hier so ein Dichtband hier rumgewickelt en masse, um den ganzen Scheiß hier dicht zu kriegen. Hat aber alles nicht funktioniert. Also hier auch, hier war auch Dichtband rum, das hat überall rausgesappt ohne Ende und das war ein Neufahrzeug. Also ich habe schon viel gesehen, mach mal den Scheiß weg, habe ich noch gar nicht weggemacht, hier genau das gleiche. War ein Neufahrzeug, nur mit so Klebebänder dann fixiert, weil mir die Schellen hat das nicht dicht gekriegt. Ist doch unglaublich. Und das als Neufahrzeug. Also was man hier nicht alles erlebt, ist schon echt der Wahnsinn. Wenn man im Fahrzeug Kabel verpresst, Kabelschuhe, dann gibt es hier eine ganze Litanei an Pressschuhen. Solche Pressschuhe, die kann man sauber ordentlich verwenden. Und hier steht auch immer die Größe des Kabels drauf. Das heißt 50 Quadrat und das Loch ist ein M8-Loch. Und genau so muss man das Ganze auch verhandeln. Wenn ein M8-Gewinde, also eine M8-Schraube da ist, wo das festgemacht wird, muss man auch einen M8-Pressschuh nehmen und keinen M10. Weil auch hier habe ich wieder das Problem, dass es facto nicht passt. Ich kann sowas nicht tun, weil sonst die Aufnahme wieder nicht richtig passt. Das Loch zu groß ist, wenn ich hier ein M6 durchmache, dann ist das Loch zu groß. Dann stimmt die ganze Aufnahme nicht. Die Auflagefläche stimmt dann nicht. Und so weiter und so fort. Das ist alles nicht richtig. Drum muss man hier so eine Auswahl haben, damit das Ganze dementsprechend richtig verbaut werden kann. Sonst ist es nicht richtig. Genau so muss es dann ausschauen. Der Kabelschuh ist anständig gepresst. Hier ist noch der Schrumpfschlauch drüber. Der geht durch, schützt das ganze Kabel. Die Schraube muss richtig, richtig fest angezogen werden, damit nichts passiert. Genauso muss hier dementsprechend, selbst hier, guckt her, auch hier machen wir Schrumpfschläuche drauf, damit es ordentlich ist, damit hier nichts hinkommt. Wird sauber reingemacht. Hier schaut nirgends Kupfer raus. Da bin ich immer ganz allergisch, wenn ich merke, dass irgendwo eine Kupferleitung rausschaut. Auch hier, wenn wir die Solarregler oder beziehungsweise die Sicherungen machen, an jedem Kabel kommt ein Kabelschuh hin, damit es wirklich sauber, ordentlich vergrimmt ist und aufpasst. Auch hier an die Flachstecker. Überall. Damit es sauber und ordentlich ist. Selbst hier im Ladebooster haben wir Kabelschuh drüber, also Schrumpfschlauch drüber, damit eben hier kein Litze, nix, weil die sind so eng zusammen. Wenn da zwei Litzen rausschauen, ratzfatz kann es einen Kurzschluss geben und das wäre der Worst Case, damit hier schon wieder etliches nicht funktioniert. Und genau das soll damit vermieden werden. Das ist ganz, ganz wichtig. Alle verschiedene Vago-Klemmen in sämtlichen Größen, Stückzahlen und Durchschnitt, Quadrat, 0,2 bis 4 Quadrat, hier haben wir 2 bis 4 Quadrat, gibt es dann noch höher und so weiter, dass alles richtig safe ist. Das ist wichtig, damit wir die Thematik alles haben. Hier haben wir die ganzen unterschiedlichen Schalter, die wir brauchen, alles immer passend zu dem jeweiligen Ding, was wir auch verbauen wollen, damit es alles wirklich passt. Ja, das war ein kleiner Gedankenanstoß oder Sensibilisierung oder jeder kann es nennen, wie er es mag, was wir alles erleben, was wir alles an Fahrzeugen rausziehen, wie was verbaut ist und so weiter. Ich kann nur immer wieder jedem nahelegen, guckt eure Anleitungen an, wenn er verbaut, schaut drauf, wie was verbaut ist. Es gibt viele Leute, die tun natürlich auch selber ihre Sachen, was auch vollkommen legitim und gut ist, aber arbeitet wirklich sauber und kauft euch dementsprechend das richtige Material. An die Händler kann ich nur sagen, Leute, spart nicht am falschen Fleck. Es ist geschickt, anständig und sauber zu arbeiten. Natürlich fabriziert jeder Betrieb mal eine Reklamation, da muss man sauber und ordentlich damit umgehen. Natürlich kann jedem mal was passieren, aber so die Grundsauberkeit in so einer Elektrik, die verbaut werden sollte, sollte schon gegeben sein, damit man die richtigen richtigen Kabelquerschnitte verwendet, die richtigen Materialien, Pressschuhe und so weiter. Was ich oft erlebe, zu große
Kabelpressschuhe, falsche Aufnahme, weil man zu faul ist, da einfach das Ganze neu abzupressen und neu zu verschrumpfen und damit es passt. Das ist unglaublich. Es ist unglaublich und ich gehe sogar noch weiter, weil das geht teilweise sogar von Werk aus. Also da muss man wirklich, wirklich aufpassen, aber es ist halt leider so, ich weiß nicht warum, aber ich kann es nicht ändern. Leider, drum muss ich hier das Video so ein bisschen machen, damit jeder mal vielleicht so ein kleines Gefühl drauf kriegt, wie in seinem Auto die Elektrik ausschaut und wie man da mal vielleicht ein bisschen was verbessern könnt. Mal drüber gucken könnt oder einfach auch Ausfälle dadurch im Vorfeld schon vermeiden kann. Ihr habt draußen erst jüngst ein Auto stehen mit einem defekten, ich nenne es jetzt einfach EBL, ist kein EBL, es ist ein Sicherungskasten. Wenn wir da die Kabel anschauen, Katastrophe, kein Wunder, dass das Fahrzeug ständig Ausfälle hat in der Elektrik, weil das ist Wahnsinn. Und da einfach ein bisschen drauf gucken und dann geht's ab in den Urlaub ohne Panne, ohne Probleme, ohne Ausfälle. Ich hoffe, das Video war interessant. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ja, freue ich mich über einen Daumen. Morgen kommt zu uns der Markus Fan for Van. Mal gucken, was wir da wieder anstellen an seinem Auto. Und ich freue mich schon drauf. Und vielleicht schreibt ihr in die Kommentare, was ihr so in euren Autos schon vorgefunden habt. Beziehungsweise, wie ihr das seht. Ich freue mich drauf. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Euch alles Gute, bis dahin, macht's gut, ciao, ciao.